Wir werden heute in der Bundestagsfraktion das Asylpaket 2 beschließen und es damit als Fraktionsinitiative zusammen mit der SPD in den Deutschen Bundestag einbringen. Und wir werden es noch im Februar in der nächsten Woche in zweiter und dritter Lesung verabschieden. Und dann wird es in den Bundesrat gehen, da es kein zustimmungspflichtiges Gesetz ist, gehe ich davon aus, dass wir es dann recht bald auch in Kraft gesetzt haben. Es wäre schön gewesen, wir hätten einen weiteren Beweis der Handlungsfähigkeit zeigen können, indem wir auch das Gesetz für weitere sichere Herkunftsländer, vor allem nordafrikanische Länder, auch als Fraktionsinitiative einbringen können. Dies gelingt nicht, da die SPD nicht bereit war, dieses mitzumachen, wenn nicht zugleich einige Anliegen der Grünen, die da mitstimmen müssen, im Bundesrat erfüllt werden. Wir haben auf Seiten der Union keine Veranlassung gesehen, jetzt schon darüber zu diskutieren, welche Ansprüche die Grünen geltend machen, sondern das hätte man im Bundesrat machen müssen. Deswegen wird das Gesetzgebungsverfahren jetzt ganz normal über den Bundesrat laufen. Große Sorgen macht uns die Situation in Syrien. Ich habe durch einige Gespräche den begründeten Hinweis, dass durch das Bombardement der Russen die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien weiter steigen wird. Es gibt leider Gottes Hinweise, dass durch die russischen Bomben ganz gezielt auch Gebäude zerstört werden, um somit Rückkehrperspektiven für syrische Flüchtlinge zu erschweren und so die Flüchtlingswelle noch zu befördern. Und ich erkenne Parallelen im Verhalten auch in der Ukraine, wo man zunächst versucht hat, Geländegewinne zu machen bei den Russen, um dann Verhandlungen zu führen. Das ist vor allem im Hinblick auf die Menschen in Syrien außerordentlich tragisch. Und ich kann nur hoffen, dass die Gespräche auch zu Erfolgen führen im Interesse der Menschen. Wenn man sieht, wie dort vor allem auch Zivilbevölkerung, Frauen und Kinder leiden, ist es ganz furchtbar und ganz schlimm. Und diese Menschen müssen natürlich bei uns als Flüchtlinge aus einer solchen Situation Aufnahme finden können. Zur gleichen Zeit bleibt es aber auch dabei, dass diejenigen, die ausschließlich aus dem Grund nach Europa kommen wollen, um besser leben zu können, kein Bleiberecht haben können. Und deswegen wird der Mix aus nationalen und europäischen und internationalen Maßnahmen zur Steuerung von Flüchtlingsbewegungen, die eben nicht berechtigt nach Europa kommen können, weitergehen müssen. Jetzt machen wir das Asylpaket 2 und in dieser Woche wird es natürlich in Europa darum gehen, dass wir einen substanziellen Beitrag aus Europa zur Sicherung der Außengrenzen hinbekommen. Erste gute Dinge gibt es ja bereits, wenn ich an den Einsatz der NATO unter deutscher Führung denke und die Zusage der Türkei, dass Flüchtlinge, die im Ägäischen Meer aufgegriffen werden, an die türkische Küste zurückgebracht werden können. Das wird die Möglichkeiten von Schlepperbanden ganz erheblich einschränken, denn niemand wird einen Haufen Geld bezahlen, wenn er weiß, wenn ich aufgegriffen werde auf dem Meer, muss ich dorthin zurück, wo ich das Geld eingesetzt habe, um wegzukommen. Das sind richtige Maßnahmen, aber es muss natürlich in Europa jetzt schon zu weiteren Maßnahmen kommen. Es geht nicht am Donnerstag und Freitag um die Verteilung von Kontingenten, sondern um die Außengrenzen. Und ich kann nur sagen, gerade in dieser schwierigen Situation, in dem wir, die wir im Nahen Osten sehen, muss Europa sich als handlungsfähig beweisen. Und da wünsche ich für diese schwierige Mission der Bundeskanzlerin viel Erfolg. Sie hat unsere
Unterstützung bei dieser schwierigen Aufgabe. Vielen Dank.